So Leute, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Heute ein bisschen später, ich habe es mir mal erlaubt, so bis 8 Uhr zu schlafen. Aber ich denke mal, es ist kein Problem. Die, die den Job sehen wollen, gucken ihn sowieso woanders. Aber erstmal danke an alle, die hier eingeschaltet haben, in Anführungszeichen. Und wegen dem Titel und dem Thumbnail, Skin-Verlosung, ich stehe zur unten links. Wir haben jetzt insgesamt 2 Skins schon verlost. Grüße gehen da raus an Luis und an Raptor, die jetzt jeweils beide einen Skin von mir erhalten haben, weil ich halt im Livestream live 2 Runden gewonnen habe im Solo-Modus. Wenn du Lust hast, auch einen Skin zu gewinnen, komm einfach mal im Livestream vorbei. Guck dir einfach mal an, wie unser Chat so abläuft, ob dir der Stream so an sich gefällt. Und dann kannst du natürlich auch gerne mitmachen. Die Bedingung ist natürlich, du solltest natürlich Mitglied sein. Damit will ich einfach nur die unterstützen, die mich finanziell unterstützen und quasi so ein kleines Dankeschön. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop und wie ihr seht schon, der Skin hier gefällt mir einfach am besten von dem ganzen X-Force-Paket, weil ich das immer wieder jetzt gefragt wurde. Also der Skin definitiv der beste. So, dann gehen wir mal rein. Ich denke mal, wir fangen vorne an. Jo. Fangen wir vorne an. Da haben wir immer noch die neue Sirene drin, die immer noch aussieht wie Kill Bill, die Gegnerin da. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, dafür habe ich Kill Bill zu lange nicht gesehen. Wenn irgendeiner weiß, wie die Dame nochmal heißt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie quasi die Hauptgegnerin war, sage ich jetzt mal, bis auf den alten Mann, in Anführungszeichen, beziehungsweise Ehemann. So, der Skin ist wirklich immer noch nice. Also ich bin da echt überlegen, ob ich ihn mir holen soll, weil so ein Skin-Paket hatten wir halt, wie gesagt, auch noch nicht. Komplett anderes Gesicht, dann die hohen Schuhe. Also der Skin hat definitiv Potenzial. Die Frage ist natürlich, wie oft kommt er rein und hast du nicht gesehen, muss ich mir direkt kaufen oder soll ich mir besser warten? Müssen wir einfach mal gucken. So, dann haben wir den Wag noch drin. Ich weiß nicht, irgendwie sieht der Skin ein bisschen dullihaft aus. Ich weiß nicht warum. Aber Rückenaccessoire natürlich nice. Aber so im Groben und Ganzen ist der Skin okay, aber irgendwie wirkt er auf mich komisch. Ich weiß nicht, ich komme auf den Skin nicht so ganz klar. Das wirkt die Nase so dick und die Brille, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen crazy. So, und dann haben wir noch die Exitus-Äxte. Ah, ich glaube, ich habe den Ton wieder zu leise. Bam, 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 bam. Typische Rette-die-Welt-Einstellung. Ja, wusste ich doch. Zack, 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 schnell wieder rein und die hören sich aber recht gut an, ne? Dann haben wir noch Reflexklingen. Also Sache, sind halt inzwischen normale Pickaxe. Wir haben so viel Pickaxe davon, dass die sich eigentlich schon gar nicht mehr lohnen. So, dann, ihr wisst ja, ich sehe ja natürlich, wie viele Unterstützer ich habe. Erstmal Gruß geht da nochmal raus. Da muss ich gerade ein bisschen was mit Epic Games klären, weil sich da anscheinend irgendwas mit der Steuer wieder geändert hat bei denen. Aber das werde ich auch noch hinkriegen, dass ich natürlich auch da mein Geld bekomme. Weil seitdem ich jetzt bei Epic bin, eine Auszahlung bekomme. Mehr brauche ich nicht sagen, da ist noch einiges offen. So, denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Gruß geht da wirklich an jeden Einzelnen raus, der den eingetragen hat. So, dann haben wir die liebe Haze mal wieder drin. Die gibt es natürlich in 2 Varianten. Einmal, sag ich mal, die liebe Variante und einmal die böse. Aber ich sag ganz ehrlich, mir persönlich gefällt der Skin nicht so. Mein älterer Sohn hat sich den gekauft, der ist eigentlich recht zufrieden mit dem, aber ich feiere ihn irgendwie nicht so. Ist okay, aber ja, ist halt Geschmackssache. Was aber gut ist, ist das Rückenaccessoire. Das Rückenaccessoire ist wieder eine 1 plus mit Sternchen. Also das kann man halt immer gebrauchen, weil es halt einfach ein bisschen was anderes ist. So, dann haben wir das weiteren noch die Sternenbucht mit drin. Ah, halt in meinen Augen Standard Pickaxe. Wenn man mal wieder was anderes will für 500 V-Bucks, ja, ist okay. So, dann haben wir die liebe Sakria. Ich denke immer an Sakria. Wieder drin. Da muss ich sagen, Skin gefällt mir auch, aber auch mehr wegen dem Rückenaccessoire. Weil ich weiß nicht, die Augenbemalung, die gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Aber so an sich natürlich trotzdem, wir dürfen nie vergessen, wir sehen den Skin so. Es ist ein nicer Skin. Also für 2000 V-Bucks, ja, da hat mir deutlich bessere. Aber Geschmackssache, wir wissen es ja.
So, dann haben wir himmlisch mit drin. Ah, die Lackierung ist wirklich noch eine der wenigen, wo ich sagen würde, ja, die ist wirklich nicht schlecht. Also wenn man die hat, hat man auf jeden Fall eine schöne Lackierung. So, dann noch die Tugend. Ja, auch 0815 Ton inzwischen. Dann haben wir mal Chore wieder mit drin. Da sind auch die Flügel dabei. Aber ich sage ja, Flügel haben wir inzwischen so viele, aber man kann sie halt immer wieder wechseln, damit ein bisschen Abwechslung an sich im Spiel drin ist. Alles an sich ist auch nice, ist natürlich ein bisschen düster, aber ich würde sagen, geht auf jeden Fall auch noch klar. So, dann haben wir noch böser Blick. Die ist schon geil. Also der Ton ist schon nice von der Pickaxe. Aber da muss man sich halt echt überlegen, holt man sich die, dann sollte man sie auch spielen und nicht so, ach ja, tue ich mal meine Sammlung. Weil für 1200 V-Bucks, ja, ihr wisst schon, ein bisschen teuer. Dann haben wir Crazy Boy noch drin. Ich sage ja, die Musik hätte ich gerne als Hintergrundmusik. Die hat so ein bisschen orientalisch. Ich weiß nicht, für mich hat die irgendwie nichts mit Crazy Boy zu tun. Warum Crazy Boy? Dann haben wir den Knight Rider wieder mit drin. Ich mag ja sowieso so Motorrad-Skins, ich feiere die einfach. Gut, das Rückenaccessoire würde ich mir jetzt absolut gar nicht auf den Rücken hauen. Aber so der Skin an sich, na, auch mir gefällt der wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den, habe ich den nicht auf dem anderen Account mir gekauft? Ich weiß nicht, auf jeden Fall kommt der mir so bekannt vor. Dann haben wir, oh Gott, die Sturmtrooperin ist wieder da. Season 1 Skin. Ah ja. Also ich glaube, wenn wir heute eine Skin-Verlosung machen, die werden sich nicht viele wünschen. Weil es ist natürlich eine OG-Variante, aber halt auch nichts Besonderes in dem Sinne. Dann haben wir, setz dich doch. Ich liebe dieses Emote. Wenn mir irgendeiner um Keks geht, einfach hinsetzen, gut ist. So, dann haben wir noch geschmeidige Moves. Hört man ziemlich oft, muss ich sagen, in der Lobby. Also die Musik hört man wirklich oft. So, dann eine komplett neue Tarnung, nämlich blauer Schock animiert und reaktiv. Ja, die ist schon, die hat was. Aber für 500 V-Bucks, aber ist halt wirklich nicht schlecht. Aber im Fight, wenn du am Schießen bist, ganz ehrlich, ich achte da überhaupt nicht auf meine Waffe, sondern eher, wo der Gegner ist. Macht, glaube ich, auch ein bisschen mehr Sinn. So, das war der normale Shop. Dann haben wir natürlich die ganzen Deadpool-Geschichten immer noch drin. Aber ich denke mal, die haben wir auch jetzt wirklich oft genug gesehen. Ich sage ja, das Paket kostet nicht 4.500, sondern 3.000. Aber die Skins haben wir ja jetzt schon öfters gesehen. Man muss einfach mal gucken, ob das für einen selbst was ist. Ich habe schon an den Einnahmen gesehen, ihr habt euch das reichlich gekauft. Also danke nochmal da an alle, die es denn gekauft haben und auch meinen Creator-Code benutzt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Hier bin ich immer noch im Überlegen, ob ich es mir holen soll. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich muss man sich ihn holen. Du kriegst für 2000 V-Bucks zwei Skins. Die werden so definitiv nicht nochmal in den Shop kommen. Aber ich habe halt die weiße Variante schon. Ja, ich weiß es nicht. Das ist echt so eine Sache. Eigentlich wird mir jetzt jeder sagen, ja, komm, gönn dir doch auch mal was. Aber ich überlege noch. So, und dann haben wir hier die ganzen Deadpool-Geschichten. Hier sage ich immer noch, kauft es euch, egal wie. Weil ihr werdet es irgendwann noch brauchen, werdet bereuen, dass ihr es nicht habt. Ja, das hier ist Geschmackssache. Dann die Pickaxe sind mir persönlich zu groß. Der Gleiter ist auch nicht so mein Fall. Deshalb habe ich halt doch nicht das ganze Paket gekauft. Die zwei Sachen wurden mir geschenkt, aber die zwei Sachen, es ist nicht meins. Ist einfach so. Dann haben wir hier die Pickaxe. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt in-game gesehen beim Standard-Skill, hat mir auch nicht so gefallen. Der Gleiter ist nice. Hier wirkt er nicht so wie in-game. Der Gleiter hat wirklich was. Und hier zwei stinknormale Pickaxe in meinen Augen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem normalen Shop. Wir gehen schnell rüber zu Rette die Welt und gucken einfach mal, was. Warte mal, was für eine Gruppe verlassen. Jetzt bin ich hier wieder nachgejoint. Ich liebe es. Gut, dass ich den Chat aus habe. Dann einmal rüber zu Rette die Welt.
Ja, öffentlich, die Leute müssen einfach nachjoinen, man kennt es. So, ich habe noch gar nicht selber geguckt, ob heute irgendwas ist. Die Box-Missionen. Free V-Bucks. Och nee, Leute, das kann doch nicht sein, dass wir hier gar keine V-Bucks mehr bekommen. In den letzten 7 Tagen haben wir mal lächerliche 105 V-Bucks bekommen. Also das ist echt langsam ein bisschen schwach, was Epic Games da mit uns macht. Mal gucken, was ich zum Einloggen bekomme. V-Bucks bekomme ich, glaube ich, erst am Dienstag, wenn ich mich nicht irre. Ja, Montag, Dienstag, ja. Ja, danke fürs Lama. Ja, hier bin ich jetzt bei Seite 3, aber ganz ehrlich, mir fehlt da auch gerade so ein bisschen die Motivation, muss ich sagen. Mir persönlich ist es gerade ein bisschen zu langweilig und rette die Welt. So, und dann haben wir hier wieder Upgrade-Lama. Ja, nichts Besonderes drin. Auch im Super-Fernkampf-Lama. Auch in meinen Augen nichts Besonderes. Im Shop. Hab ich gar nicht geguckt. Ne, Ninja spielen wir sowieso nicht. Also, in dem Sinne nichts Neues da. Wie gesagt, gerne Unterstützung da lassen, Creator-Code eintragen. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.